Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How I Met My T55 Alpha. Lange habe ich nichts von mir hören lassen, jetzt geht's weiter. Bin mit meiner Löwin hier auf Himmelsdorf unterwegs. Hat einzig und allein folgenden Hintergrund: Ich sammle Kohle. Ich will nämlich den E5 mir endlich kaufen, der ist nächsten Monat, sprich ab morgen, an der Spitze hier, tralala, na diese Aktion, immer was sie machen da mit den Zehnern. Oben an der Spitze heißt, genau. Und da dachte ich mir, verdammt, hast du wenig Kohle. Ich habe schon einen Panzer gekauft, verkauft, den ich definitiv nicht mehr fahren werde, zumindest nicht in nächster Zeit. Und trotzdem reicht es noch nicht. Deswegen mit dem Löwen unterwegs. Und am Ende des Gefechtes habe ich festgestellt, ups, habe ja eine Mission geschafft. Die Runde war eigentlich so ganz lustig. Von daher dachte ich mir, machst ein How I Met My T55 Alpha dazu. So, Rennen um die beste Position. Wer hat gewonnen? Natürlich Kenny. T34 steht dort drüben, bisschen angewinkelt. Ich weiß ja nicht, was hier alles ankommt. So viele Heavys sind es ja nicht da drüben. Dann schauen wir mal, was passiert. Genau genommen ist da... Genau, das ist der einzige Heavy im Top-Tier bei den Gegnern. Ist 6 schwer zu knacken am Turm. War wild draufgehalten. Der Schuss hat nicht mal getroffen, wo auch immer der hingegangen ist. Aber ein M6. Und er steht und steht und steht. Und ich treffe. Da sind wir doch dankbar dafür. So. Jetzt hat's gerattert in der Rübe. Mensch, ist 6, ist 6. Der ist irgendwo zu knacken. Irgendwo gab es am Turm eine Schwachstelle, wo man den knacken konnte. So, jetzt täuscht unser T40 da oben an. Jetzt sagte ich, der S6 kommt nochmal vor. Den Gefallen tut er mir leider nicht. Also zumindest nicht mit Querturm. Aber er zeigt die Kommandantenluke und genau da ist er empfindlich. Mit einer präzisen Kanone kann man auf Entfernung da schön durchschlagen, wie ihr gesehen habt. Also, Treffer versenkt. So, das Ganze nochmal. Ja, bisschen zu spät abgedrückt, aber den M6 erwischt. Der wird jetzt richtig gekotzt haben. Kein Schaden und rausgenommen. So eine Runde hasse ich persönlich auch. So, T29 und 34 fährt nach vorne. Da dachte ich mir, okay, hier werde ich nicht mehr gebraucht. Der S6 ist da drüben alleine. Sonst wäre da schon lange, lange was aufgegangen, weil der T40 eben da vorne steht. Deswegen habe ich mir gedacht, Blick auf die Karte und siehe da, die komplette linke Seite ist offen. Da gehen wir rüber. Wir sind bei 1129 Schaden derzeit und einem Abschuss. Was müssen wir schaffen? Wie gesagt, 3000 Schaden bis zum Sichtbereich, also eigener Sichtbereich des Panzers, sprich die blaue Linie da auf der Karte. Und Nebenbedingung war 4 Abschüsse. Ich sehe gerade, da gibt es ja schon einen Teamkill bei uns. Das ist immer nicht sowas. So, jetzt dachte ich, der Mod 1 kommt hier mir vor die Flinte, bis ich dann auf die Karte geguckt habe. Schade. Okay. Sei's drum. CDC, erwischen wir den. Ah. Manchmal funktionieren auch Snapshots nicht auf dem Löwen. So. Bisschen anwinkeln. Habe ich Schwein gehabt, dass ich den IS noch erwischt habe. Snapshots funktionieren eben doch manchmal. Und er hat keinen Feuerlöscher bei, wie sich das gehört. Für einen guten Gegner. Alles Schaden für mich. 1900. Wie spart Energie. So, CDC kommt vor. In dem Moment muss ich natürlich husten, wie sich das gehört. Unglaublich, ja. So, Gott sei Dank bounced er. Da kommt schon der nächste, deswegen konnte ich dem CDC dort nicht hinterher. Aber Gott sei Dank zeigt mir der E4 seinen Turm. Und das nehmen wir natürlich dankend an. Ansonsten hätte ich da jetzt auch Probleme gehabt, selbst mit meiner wahnsinnigen Penetration. Da fangen wir uns einer ein. Ist nicht schlimm. Dafür nehmen wir ihn raus. Der wird uns nicht mehr gefährlich. Wir sind bei 2702 Schaden und 2 Abschüssen. Mod 1. Jetzt dachte ich, ich kann tracken. Aber er hat gut reagiert. Und lässt das eben nicht zu. Ja, da kettet er mich noch. Sonst hätte ich der ISO da gern noch einen mitgegeben. Wenn der Mod schon ausweicht. Gut, was soll's. Alles auf Angriff.
Das war doof, aber was soll's. So, um den Mod 1 wird sich gekümmert. Da ploppt ein IS auf. Den nehmen wir natürlich mit. Und er ist raus. Iso bleibt übrig. Ganz erschrocken, dass er plötzlich neben mir stand. Und deswegen habe ich wirklich einen Heidenrespekt. Da kriegt er Gott sei Dank eine. Ich fange mir nur knapp 400. Da hat er wohl noch die kleine Kanone drauf. Und das Gefecht ist zu Ende. So muss das. Okay. Dann schauen wir mal in die Auswertung. Also, für die erste Klasse hat es gereicht. Meister hätte mich auch echt gewundert. Schläge hat es gegeben, kugelsicher und Wirkungsfeuer. Was hier jetzt leider nicht steht, hier dazwischen Vase, Gefechtsauswertung im Spiel, die Karius-Medaille erster Klasse nach über 11.000, oder Quatsch, nach fast 11.000 Gefechten jetzt, habe auch ich endlich diese Medaille. Bin ich sehr stolz drauf. Und Großkaliber hat es auch noch gegeben. Teamauswertung, 3731 Schaden, damit natürlich die Anforderungen erfüllt für die Hauptbedingungen, sprich die SP5 war das, die 3000 Schaden selber zu verursachen, aber Nebenbedingungen leider nicht erfüllt mit nur 2 Abschüssen statt geforderten 4. 1117 Basiserfahrung gab es dann obendrauf. Hat sich's gelohnt? Ja, hat sich's. Von 15 Treffer haben 11 getroffen und 11 sind auch durchgeschlagen, 3-7 habe ich gesagt. 10 Treffer kassiert, davon sind 2 durchgegangen. Das war die ISU und der CDC. Ansonsten hat mich ja nur Kleinkaliber beschossen, von daher ist es nicht verwunderlich, dass hier 1980 abgeprallt sind. Einen haben wir gespottet, 7 beschädigt, 2 zerstört, 48 Player Assist Damage, auch nicht schlecht. 26 Verteidigungspunkte haben wir noch geholt und 870 Meter sind wir gefahren. Manchmal braucht man nicht viel, um erfolgreich zu sein. Scheiß Camper. 118.000 brutto gab es mit Premium-Account und knapp 100.000 netto. Also das hat sich dann definitiv gelohnt. Wieder was für die Kriegskasse. Und die Crew hat sich auch gefreut. Da bin ich fast fertig mit dem vierten Perk. Jetzt gab es nochmal 3.500 XP obendrauf für den doppelten Tagessieg oder für den ersten Tagessieg. Gut. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen und freue mich auf eine nächste Folge. How I Met My T55 Alpha. Wer es noch nicht gemerkt hat, ich weiß nicht, hatte ich es jetzt im Gefecht gesagt, keine Ahnung. Ihr bewundert mich ab sofort in 16:9. Neuer Monitor ist endlich da. Von daher wird es jetzt qualitativ etwas besser werden. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.